Über 400 Sportlerinnen und Sportler, 14 Nationen, alle teilen eine Leidenschaft: Karate. Erstmals findet das International Karate Tournament, kurz ICAT, in Berlin statt und begeistert sofort alle Teilnehmer und Besucher. Das ist für uns spannend und natürlich ein riesen Sportereignis. Und sowas kann der Sportclub Siemensstadt gemeinsam mit Tohoku hier, mit der Kampfsportabteilung. Ganz, ganz toll. Das ICAT Berlin ist ein Muss für jeden Karate-Fan und bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, die Fähigkeiten von Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt zu bestaunen. Mal kommen sie von nah, mal haben sie eine etwas längere Anreise auf sich genommen. Ich bin froh, hier zu sein. Das Level ist gut. Es ist ein toller Wettkampf, super organisiert. Es ist einfach ein Erlebnis. Großer Ansturm also bei der Premiere von ICAT Berlin. Und auch für die Gastgeber selbst ist es eine ganz besondere Premiere. Und so langsam sehen wir die Früchte. Das heißt, wir haben eigene Starter. Das freut uns natürlich umso mehr, dass wir auch aus dem eigenen Verein mittlerweile dann Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben, die hier selber auch am Wettkampf teilnehmen. Von der traditionellen Kata hin bis zum Kumite und der Selbstverteidigung ist alles dabei. Unter anderem gibt es auch einen Wettkampf im Parakarate. Ja, also Parakarate gehört ja auch mit zum Karate dazu. Und von daher ist es natürlich toll, wenn es Wettkämpfe gibt, wo das wirklich mit regulär dabei ist und auch mittendrin ist, sodass sich sozusagen auch diese Personen hier wohlfühlen und ja voll am Leben teilhaben können. Der Sport verbindet aber nicht nur die Nation untereinander, sondern auch die Generation. Ob also erfahrene Athletinnen und Athleten oder der erste Wettkampf, beim ICAT kommen sie alle zusammen. Und umso schöner, wenn dann am Ende noch die verdiente Medaille dabei rausspringt. Wir sind mit 3 Athleten angetreten und fahren mit 4 Medaillen nach Hause. Es war ein sehr guter Tag. Glückliche Gesichter, viel Applaus, eine gelungene Premiere für das ICAT Berlin. Also hat Murat das gut organisiert. Gefällt mir das Turnier. Ich komme gerne, was Murat organisiert. Das erste Mal habe ich nicht gedacht, dass es so groß wird. Aber es ist trotzdem sehr gut geworden. Und hat mir gefallen. Ein erfolgreicher Wettkampftag im Sportzentrum Siemensstadt. Über 400 Sportlerinnen und Sportler, 14 Nationen, eine Leidenschaft: Karate.